Vespasiani! Max Heine! Here we go, Brave Nation and NFC fans. This next bout is 3 5-minute rounds in the featherweight division. Introducing your first warrior. Fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist with a professional record of 5 wins and 4 losses. He stands 175 centimeters tall and weighs already 66.22 kilograms. Representing Piranha MMA and fighting out of Moldova, please welcome Pantele Tarhan. And his opponent, fighting out of the red corner, this man's a mixed martial artist with a professional record of 11 wins and 6 losses. He stands 180 centimeters tall and weighs already 66.22 kilograms. Representing Munich MMA and fighting out of Germany, put your hands together for Mohammed Momo Trabelsi. Your referee in charge of the action is Gerd Richter. Federgewicht, wir haben es gesehen. 4 Jahre jünger ist Mohammed Trabelsi. 5 cm größer, hat auch ein bisschen mehr Reichweite. Ja, und deutlich erfahrener ist er. Ja. Ich muss aber sagen, Pantelei, ich habe mich gewundert, wie der es ins Federgewicht schaffen will. Sieht aber gesund aus, sieht sehr, sehr trocken aus, aber nicht abgemagert, nicht runtergehungert. Trabelsi auf der anderen Seite mit den Freddie Mercury Vibes, was den Bart angeht. Einer der technisch saubersten und also wirklich am schönsten anzusehenden Kickboxer, die wir im deutschen MMA haben. Ich sage das immer wieder. Wunderbarer Techniker. Die einzigen Kämpfe, die er verloren hat in seiner Karriere, die hat er auf dem Rücken verloren. Das ist also etwas, was ihm gar nicht so liegt. Umgekehrt, Top Control, Takedowns, Grinden von oben. Etwas, was Pantelei sehr, sehr gut kann. Ich glaube, Tarhan darf sich hier nicht in ein Standduell verwickeln lassen, wie es sich etwa mit Macht geliefert hat oder wie er versucht hat, es sich mit Heine zu liefern. Ja, da wollte er ein bisschen beweisen, dass er das auch kann. Für beide ist das hier ein wichtiger Kampf. Beide wollen wieder zurück ins Spotlight, wo sie mal waren und brauchen aber einen Sieg. Ein Kickversuch hier von Trabelsi. Früh tritt er da zum Kopf und hinterher zu den Beinen. Muss aber auf der Hut sein. Zu viel kicken sollte er nicht. Das ist dann immer die Möglichkeit, auch für Tarhan da unten an die Beine zu kommen, an die Hüfte zu kommen. Und auch Tarhan schlägt hier lange Hände. Ich glaube, das könnte hier Fight of the Night Potenzial haben. Ich habe das die ganze Woche schon gesagt. Eine der spannendsten Paarungen hier heute auf der Card. Ja, Tarhan drückt ihn da immer wieder an den Zaun. Also nicht physisch, aber stellt ihn da. Oh, wird er gut erwischt mit der linken Trabelsi. Schöne Linke im Ziel. Von Trabelsi. Und interessanterweise hört man Ben Freudenberger aus der Ecke von Mohammed Trabelsi, vergisst den Takedown nicht. Ich weiß nicht, ob er damit meint, dass er selbst einen Takedown schießen soll. Also, ja, nicht gut aus, Trabelsi hier. So ein bisschen wackelig auf dem Bein, ein bisschen unsicher in seinen Aktionen. Ich glaube, diese Linke vorhin hat echt gesessen. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Sieht auch direkt die Rötung an der rechten Seite von seinem Gesicht. Und es muss auch runter. Das ist schlecht, denn ich habe es gerade gesagt, die große Stärke von Tarhan ist genau das hier. Top-Position, diese halten, Schaden machen. Und Freudenberger eine super Stimme zum Coachen. Sehr durchdringend hier in der Halle. Hört man bis nach München wahrscheinlich, hätte auch von zu Hause aus coachen können. Ja, und ich war mir nicht ganz sicher, was er meinte mit denk an den Takedown. Ob das heißen sollte, mach selbst ein oder denk dran, dass der kommen könnte. Denn kurz danach kam er dann tatsächlich auch. Hat er gut getan, Pantelei Tarhan. Und jetzt haben wir natürlich diese Situation, die Trabelsi eigentlich vermeiden müsste. Ich weiß nicht, wie fern er da dran gearbeitet hat, an seiner Arbeit vom Rücken aus. Wie gesagt, in der Vergangenheit war das immer seine Schwäche. Hat gegen Sascha Sharma so verloren, hat gegen Mert Özyıldırım so verloren. Sehr, sehr knapp allerdings, aber eben trotzdem verloren.
Und auch Koga hat ihn gefinisht aus der Oberlage mit Ground and Pound. Also Taran jetzt hier allerdings ein bisschen zu inaktiv aus meiner Sicht, beziehungsweise umgekehrt kann man sagen, Trabelsi macht einen guten Job, ihn hier zu neutralisieren, ihn hier zu klammern. Ich weiß nicht, wie lange Gerd Richter sich das anschaut. Armbar-Versuch hier von Trabelsi. Aber ohne den Arm. Ohne den Arm allerdings, den hat Taran dann rausgezogen. Ein Airbar-Versuch quasi. Und da hat er ein bisschen Glück, Pantelei Taran, dass Gerd Richter hier der Referee ist, der sich solche Dinge eher länger anguckt als andere Offizielle. Trotzdem macht er mir hier gerade ein bisschen zu wenig. Trabelsi vom Rücken aus versucht nicht wirklich aufzustehen, nutzt den Cage nicht, den er hinter sich hat, könnte da mit dem Gesäß versuchen ranzukommen, den Cage Walk zu machen. Tja, und lässt sich damit die erste Runde so ein bisschen klauen, wenn jetzt hier in der letzten halben Minute nicht noch was passiert. Ja, nicht nur ein bisschen, sondern deutlich. Klar. Ja. Also und man muss auch sagen, bis zu diesem Takedown habe ich ehrlich gesagt Taran auch vorhin gesehen. Dieser linke Haken, der ist bei mir hängen geblieben als, ich würde sagen, wirkungsvollste Aktion im Stand. Momo hat sich da ein bisschen zu früh in den Rückwärtsgang zwingen lassen aus meiner Sicht. Dann den Anfang vielleicht auch einfach ein bisschen verschlafen. Ja. Da haben wir die letzten 10 Sekunden, das sind gute Nachrichten für Mohamed Trabelsi, denn Vorsicht, Phrasenschwein, aufgepasst, jede Runde beginnt im Stand. Da gab es nochmal einen kurzen Abkick zum Abschied, für den Weg quasi in die Rundenpause. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie Momo hier in die zweite Runde kommen wird. Wir schauen nochmal in die erste rein. Hat sich eine gute Runde, bis er mich runtergenommen hat. Ich denke, du solltest nicht mehr rückwärts laufen. Treffen in der Mitte, okay? Treffen in der Mitte. Früher oder später wieder gleich laufen, okay? Und er hält dich einfach runter. Du hast im Prinzip gut verteidigt wie immer, aber du musst Schaden machen. Die Low-Kicks schmecken ihm gar nicht. Hat der Uppercut getroffen? Und vergiss den Takedown nicht. War der drin? Hast du den Uppercut getroffen? Treffen, komm auch mehr mit der Führhand und mit Fäusten. Schließ mit Low-Up. Ja, jetzt im Replay war der Armbar ohne Arm, der belustigt hier den einen oder anderen im Chat. Aber jetzt mal ohne Witz, also man muss dazu sagen, nach dem Takedown hat Pantelei eine ganze Zeit lang nicht allzu viel gemacht. Trabelsi hat zumindest versucht, eine Submission anzubringen, aber gegen Ende hin ist Taran dann doch richtig aktiv geworden. Ein paar schöne Ellbogen nochmal reingehauen, ja. Und Trabelsi muss unbedingt vermeiden, jetzt hier erneut auf der Matte zu landen. Ja, und er hat da auch alles richtig gemacht aus seiner Sicht. Hat einfach so lange gewartet in der sicheren Position, bis klar war, okay, auch wenn es jetzt hier mal schief geht und vielleicht Momo nochmal nach oben kommt, habe ich genug gemacht, um die Runde nach Punkten zu gewinnen. Da kann man auch mal was riskieren. Die erste Runde hat er jetzt im Sack und kann entspannt aufspielen, Pantelei Taran. Momo aber in Zugzwang, der darf sich hier keine Rückschläge mehr erlauben, keine Runde mehr abgeben. Im Idealfall auch keinen Takedown mehr abgeben, haben wir gesehen. Ja, deswegen muss er stehen bleiben im Stand. Genau so ist es. Er muss stehen bleiben, er muss stabil stehen und er muss kontern, er muss dazwischen hauen. Er kann sich hier auf keinen Fall so in den Rückwärtsgang zwingen lassen von diesem heranstürmenden Pantelei Taran. Und Max Heine hat im letzten Kampf gezeigt, wie das funktioniert. Ja. Da hat nämlich Taran genau das Gleiche funktioniert und ist auf einen Konter nach dem anderen gelaufen. Genau das muss Trabelsi ja auch machen. Und was er gut macht jetzt hier in der zweiten Runde, Trabelsi, ist, er lässt sich nicht mehr am Zaun stellen, drückt seinerseits nach vorne und in dem Moment, wo ich sage, geht er zurück, drückt seinerseits nach vorne, denn Taran ist im Vorwärtsgang viel gefährlicher, auch mit dem Rücken zum Zaun kann Trabelsi schlechter den Takedown verteidigen. Von Pantelei Taran. Ja. Der Trabelsi müsste ihn hier hochziehen, diese geschlossenen Hände hinter Trabelsi sind gefährlich. Ja, der Weightcut scheint Taran auch überhaupt nicht geschadet zu haben. Nein. Sehr, sehr viel Power. Aber kassiert jetzt hier ein paar gute Treffer von Trabelsi. Hat er auch gerade einen Schlag abbekommen, der einen Cut geöffnet hat unter dem linken Auge von Taran. Wir sehen es hier in der Einstellung nicht, aber wir beide hier von unseren Kommentatorenplätzen sehen das Blut runterlaufen an der Wange von Taran. Und das könnte natürlich jetzt was verändern. Ja, der hat jetzt hier das Tempo auch ein bisschen rausgenommen. Er geht zwar weiter nach vorne, aber er schlägt weniger, ist ein bisschen abwartender. Ich glaube, der ist auch ein bisschen angeklingelt worden durch diese zwei, drei Treffer. Und eine Stärke, die Mohamed Trabelsi hat, ist einfach diese unglaubliche Erfahrung. Wir haben es gesagt, der kann auch in der dritten Runde noch gefährlich sein. Wird jetzt hier aber nochmal runtergenommen
von Taran. Man muss da am Zaun hoch. Das macht er jetzt gut. Er darf da nicht inaktiv werden. Darf sich gar nicht auf den Bodenkampf einlassen. Hände aber noch zusammen, deswegen noch gefährlich. Momo muss jetzt das Gesäß tief bekommen. Versuchen, Taran hochzuholen. Muss er da weit stehen, weiter als er das gerade tut. Macht es nicht und landet wieder auf dem Rücken. Also muss vielleicht erklären, Taran hat da den Schlag abbekommen, hat wahrscheinlich gemerkt, auf meiner Backe ist irgendwas passiert. Dann überlegt man kurz, ist das irgendwas Schlimmes? Dann merkt man, okay, da läuft das Blut runter. Dann denkt man da weiter drüber nach. Und das sind dann diese Sekunden, die verstreichen. Und das muss nicht unbedingt so sein, dass er angeklingelt war, aber dass er überprüft hat, was ist denn da los mit meinem Gesicht? Ja, Taran ist hier wieder mit guter Top-Kontrolle, Side-Kontrolle. Wir sehen ja, dass das linke Bein von ihm schon ganz schön lädiert ist von den Leg-Kicks von Trabelsi. Ja. Trotzdem Trabelsi hier zu lange lässt er sich auf diese Unterlage ein. Er hat eine ganz gute Position, könnte jetzt versuchen hier durch die Hintertür rauszugehen. Aber weil er es so langsam gemacht hat, ist er daran, hat er sich jetzt festgesetzt da. Hat so eine Cradle. Das ist aber eigentlich eher was zum Zusammenstauchen. Oh! Und gibt dadurch jetzt den Rücken ab. Das war ein Fehler von Taran. Und die Chance für Trabelsi, hier den Sack zuzumachen. Er braucht die Hooks. Er braucht die Hooks, aber ist unter dem Kinn. Und das sieht tatsächlich ziemlich eng aus. Das wäre es natürlich jetzt hier. Der Finish durch Rear Naked Choke, durch den vermeintlichen Striker. Nein, der fällt wieder rum. Position over Submission. Wir sagen es immer wieder. Hatte die Position nicht. Taran hat sich da rausgedreht und auch hier aus dieser Guard dreht er sich raus. Und Trabelsi muss da explosiver, muss diese Lücken früher nutzen, um wieder hochzukommen. In dem Stand sah der echt gut aus jetzt hier in der zweiten Runde. So, 45 Sekunden noch auf der Uhr. Taran isoliert da einen Arm. Versucht jetzt hier ein Americano, ein Schulterhebel. Oh, schöner Ellenbogen. Und es geht vor und zurück. Gute zweite Runde. Mit guten Aktionen für beide. Jetzt nochmal hier der Versuch des Schulterhebels. Letzten Sekunden in der zweiten Runde. Aber Momo arbeitet sich da nochmal raus, verteidigt nochmal. Taran aber mit einer guten Position, um zu pounden, die er sich da erarbeitet hat. Arbeitet wieder auf den Americano. Taran gefällt mir gut heute. Mir gefallen beide ehrlich gesagt gut. Auch Trabelsi hat seine Momente gehabt. Wir haben es im Vorfeld gesagt, Potenzial für Fight of the Night. Und ich würde sagen, da sind wir auf dem besten Weg dazu. Ich habe nicht ganz verstanden, was das mit dieser Cradle sollte. Da hat er jetzt fast den Kampf abgegeben, dadurch Pantelei Taran. Ich denke, du hast die 12 Runden gemacht. Du hast an sich einen guten Kampf gemacht. Du musst den jetzt noch probieren. Du musst den Kampf beenden. Du kannst den Kampf beenden. Der Fäuste für den No. Du hast dein gedrehtes Zeug noch. Okay, wir gehen. Wie ist das? Da hat er Momo getroffen am Kinn und geht auf den Boden und schaut sofort in seine Ecke. So nach dem Motto, ach Mann, ich hab's doch probiert. Hier die Cradle und jetzt schauen wir mal ganz kurz. Momo rutscht da raus, zack, Ellbogen oben weg und geht sofort zum Hals, weil sich auch Patelay da reindreht. Das ist eine sehr smoothe Transition gewesen. Hier nochmal der Americano-Versuch. Hat aber den Körper von Trabelsi nicht kontrollieren können, Taran. Deswegen die Submission nicht geglückt. Tja, und es kann ganz gut sein, dass jetzt hier Pantelei Taran zwei Runden vorne liegt. Und Momo vielleicht einen Finish braucht. Jetzt ist der Jab. Und da fliegt der Mundschutz raus. Gerd Richter hat es gesehen, lässt aber beide erstmal gewähren. Taran versucht sich einen Takedown zu retten, der gelingt nicht. Nein, und da wollte Momo zu viel. Ja, der hätte da rauszirkeln sollen, resetten, da wollte er zu viel, hat sich da so ein bisschen mitreißen lassen. Muss schnellstmöglich versuchen hier wieder rauszukommen aus dem Clinch. Taran kriegt erstmal seinen Mundschutz rein und jetzt
Und jetzt Rabelsi muss im Stand bleiben, wenn er hier die Chance auf den Sieg behalten will. Ich leg mich da fest, am Boden wird er das Ding nicht finishen. Und hoch und raus, das wäre der Plan. Jetzt muss er aufpassen, dass Taran da nicht sein Bein unter ihm wegzieht. Das passiert genau in der Sekunde. Und je länger hier Trabelsi jetzt auf der Seite liegen bleibt, umso mehr schwinden seine Chancen auf den Sieg. Ja, die Zeit läuft hier gegen ihn. 3,5 Minuten noch in dieser dritten Runde. Gut möglich, dass er 2 Runden bereits hinten liegt. Das heißt, er muss eigentlich hoch. Er braucht irgendwie ein paar Akzente im Stand. Und Taran weiß das natürlich auch. Kann das hier im Prinzip jetzt relativ bequem nach Hause schaukeln. Er darf natürlich nicht nochmal so einen Fehler machen wie in der letzten Runde, die ihn hier am Ende vielleicht die, oder den, der ihn am Ende die Position kostet. Aber er ist mir aus der Oberlage immer noch ein bisschen zu inaktiv. Ende der ersten Runde hat er mal ein paar gute Dinge reingehauen, Taran. Aber ansonsten ist er da sehr, sehr vorsichtig, bleibt sehr, sehr tight, um einfach zu verhindern, dass Trabelsi da nicht rauskommt. Das ist ein wichtiger Kampf für ihn. Trabelsi hat einen sehr guten Namen in der deutschen Szene und darüber hinaus. Und mit einem Sieg hier könnten seine letzten beiden Kämpfe vergessen sein. Jetzt haut er hier mal ein paar ordentliche Dinger raus bzw. rein. Pantaleo Taran. Immer wieder schöne Treffer hier. Und Trabelsi bewegt sich viel zu wenig. Muss da mehr mit seinen Knien arbeiten. Muss da sein Knee Shield nutzen. Das zwischen sich und seinen Gegner schieben, muss versuchen, sein Gesäß an den Zaun zu bringen, sich da aufzurichten. Wir sehen da Ben Freudenberger im Hintergrund, der schon ein bisschen resigniert guckt, um ehrlich zu sein. Kann ich es verstehen, Trabelsi hat da ein paar Möglichkeiten schleifen gelassen. Jetzt macht das mal, jetzt geht er mal zum Zaun, versucht aufzustehen. Und das ist natürlich frustrierend, weil Taran weiß, wie er darauf entgegnen muss. Muss weiter nach oben. Jetzt hat er hier den Underhook aber, Trabelsi. Und er hat den Vorteil, dass er in seiner Ecke ist. Kann gecoacht werden. Und wie gesagt, da dran zu bleiben. Und obwohl man jetzt wieder auf dem Rücken landet, trotzdem gegen die Unterlage zu arbeiten. Darum geht's. Und da sehe ich gerade bei Trabelsi einfach, dass er sich zu sehr committet in diese Position. So ein bisschen ergibt. Ja, es ist auch schwer, sich da rauszuarbeiten. Man sieht, wie eng Taran da bleibt. Muss jetzt hier die Hüfte zu seiner linken Seite rausschieben. Das versucht er auch. Allerdings auch aufpassen, dass auf der anderen Seite Taran jetzt hier nicht passiert. Ja. Jetzt hat er einen Fuß hier in der Hüfte. Und Taran steht auf. Das heißt, er muss das Gesäß runternehmen, beide Füße in die Hüfte und wegschieben. Und dann versuchen aufzustehen. Also gute Ringer bleiben das Kryptonit für Mohamed Trabelsi. Ja. Da hat sich in den letzten Jahren nicht viel dran geändert. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Striking des Münchners, der ja sonst eigentlich sehr, sehr kreativ, sehr, sehr befreit vorgeht. Aber wenn du die ganze Zeit mit dem Takedown rechnen musst, dann bist du natürlich auch im Stand ein bisschen angespannter, ganz klar. Das ist den Zuschauern im Chat ja auch schon aufgefallen. So dass er eben auch in diesen Phasen im Stand nie so richtig den Abzug drücken konnte. Ja, das ist das Problem. Probiert es hier nochmal mit dem Armbar, aber der Arm viel zu weit draußen. Das sieht man aus der Einstellung nicht. Der Ellbogen war da schon über dem Gesäß. Dann macht das keinen Sinn. Diesmal mit Arm, aber nur mit dem halben. Mit dem Unterarm, ja. Genau. Tja, und das ist ein langer Abend im Büro für Mohamed Trabelsi, der in ein paar Sekunden endet. Und da dreht auch Pantaleo Taran nochmal auf. Und beide wollen hier nochmal mit einem Ausrufezeichen enden. All right, another exciting battle in the cage. After 3 rounds, we go the judges' scorecards. All 3 judges score the bout 30-27 for your winner by unanimous decision. Out of the blue corner, Pantaleo Taran! Ja, Pantaleo, nachdem du
im letzten Jahr hier in dieser Halle, hier in Düsseldorf im Maritim Hotel, noch im NFC Series Finale standest, äußerst knapp damals verloren hast, danach gegen Max Heines nicht so rund gelaufen ist. Jetzt hier das Comeback in der neuen Gewichtsklasse gegen den ehemaligen Champion, so einen dominanten Sieg einzufahren. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, ein bisschen müde, aber nicht viel. Ich kann auch 5 Runden kämpfen. Ich kann auch heute noch einen Kampf haben. Wenn jemand will noch, kein Problem, ich habe noch genug Energie. Aber ich will was sagen. Ich habe jetzt den Kämpfer von dem Top 10 in Deutschland gewonnen. In 66, ja gut, Federgewicht. Und ich werde hier bleiben. Auf jeden Fall. Ich will einen Rückkampf gegen Christian Mach und gegen Max Heine. Auf jeden Fall. Irgendwann hier oder irgendwo anderes, aber ich will das zeigen, was ich habe nicht bis zum Ende gezeigt damals. Und ja, ich brauche jetzt einen Vertrag. NFC, Brave, egal wer, gibt mir einen Vertrag, da wo ich muss mindestens 3-4 Mal pro Jahr kämpfen, ja. Ich will nicht einmal kämpfen und dann warten, oh, jetzt einen absagen, andere absagen. Ich will 3-4 Mal pro Jahr kämpfen. Ich habe nicht so lange Zeit und ich muss mein Ziel erreichen. Gib mir einen Vertrag. Ich warte. So, after beating a former NFC champion, Pantelej just said he feels a little bit tired, but just a little bit. He could go on for a couple more rounds, even do another fight this night. And he says he just wants a contract now with NFC or with Brave. It doesn't matter. He wants to fight 4 or 5 times a year, not have one fight and then having to wait for a couple of months, almost a year, to have another fight. Du hast gerade gesagt, du möchtest im Federgewicht bleiben, wenn ich es richtig verstanden habe, aber möchtest auch Rückkämpfe haben gegen Christian Mach und Max Heine, die ja aber im Leichtgewicht sind. Also wo ist deine Zukunft? In der 70er-Klasse oder in der 66er-Klasse? Ich muss sagen, ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, wie du den Cut ins 66 überhaupt schaffen willst, aber du sahst blendend aus heute. Ja, ich habe gesagt, für mich ist kein Problem. 66 auch für Max Heine und für Christian Mach. Ich kann auch in 70 kämpfen. Für die beiden auf jeden Fall, ich will diesen Rückkampf, die beiden Rückkampf haben. Und ja, nicht böse auf mich sein, Jungs, aber ihr wisst, ich bin sehr stark und ich habe mir nicht voll gezeigt letztes Mal. Deswegen, wir brauchen ein Rematch irgendwie. Oder gib mir jemand von Top 10 in 66 in Deutschland. Let's go, ich bin vorbereitet. Also. He says he wants to stay. This was his first fight in featherweight. He says he wants to stay in that weight class only for rematches against Max Heine and Chris Mach, whom he lost to in the past. He would go up to back to 70 kilo again, to lightweight again. Otherwise, he would like to stay in featherweight and wants to fight a top 10 opponent. Du weißt, dass die Federgewichtsklasse hier bei NFC eine der bestbesetzten ist. Wir haben einen großen Titelkampf im März zwischen Mert Özyıldırım und Max Koga. Wo siehst du dich in diesem Rennen um den Federgewichtstitel? Du hast es selbst gesagt, du willst einen Top 10 Gegner als nächstes. Ich kann auch für Titel kämpfen, ist kein Problem. Ich habe die bestes Team hinter mir, die sind alle Top-Jungs, die sind von größten Liga in der Welt. Ich weiß das auch alles. Und ja, NFC, ich bringe euch sehr gute Kämpfe. Brave, genauso. Könnt ihr auch sehr gute und schöne Kämpfe haben, wenn ihr wollt. Wir haben ein gutes Team, wir haben den Sofia, wir haben den Andy, wir haben den Ali, wir haben den Firuz Nazarliev, wir haben noch andere Jungs, die können auch sehr gut kämpfen hier. Danke Jungs, ich hätte diesen Kampf nicht so stark gewonnen zu können, wenn dieses Team nicht hinter mir war. Die sind ein sehr gutes Team und ein sehr starkes Team. Danke euch. Okay, so after beating a former NFC champion, he says, or he feels that he is ready now to face top 10 opponents in the featherweight division and even face or challenge the champion in his next fight. If he has to. He has a strong team and he thanks them very much for helping him out in his preparation. Großen Applaus für Pantelej Taran!